Ja. Der schneit. Schneeflug. Ihre Waffe, die schneit, Herr Hoxton. Hallo, na, Hundi? Nicht wegrennen, keine Angst. Er hat Angst vor dem Schnee, der kennt das, glaube ich. Du musst doch keine Angst haben. Boah, wie soll ich? Meinen Sie, ich mache ihm Angst? Der riecht zwar ein bisschen streng, die Miri, aber... Ja, hören Sie mal. Hä? Hören Sie mal, wir haben letzte Woche, wir haben gerade erst nur in so einer scheiß Basis da geschlafen. Tom, Story 31, ich glaube schon, ne? Einmal auf die Karte gucken? Mhm. Ja, ich glaube, da müssen wir hin. Ja, das ist ja auch ein Gefängnis, ja. Dann gehen wir mal da rein. Ja, nach ihm. Gehen Sie mal. Wir haben das Signal von Parnells Drohne verfolgt. Und offenbar steht was? Ich bin doch noch gar nicht drin. Aber zumindest hallo! Falls sie Unterstützung brauchen. Mit Drohnen, die haben Drohnen! Ja, wir auch. Rote Stürmerdrohne entdeckt. Wir haben auch. Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Wir haben auch Drohnen. Das war's schon? Wow. Das geht aber schnell. Naja, ich glaube nicht, dass das alles in Drohnen ist. Division Agents, no loot inside, haben sie gelesen, ja? Können wir also eigentlich wieder rausgehen. Für Nox ist da nichts bei. So, dann gucken wir mal. Granaten brauchen wir nicht mehr. Moon wäre schon nicht verkehrt. Gefängnis betreten, ja, dann betreten sie es mal. Gucken da mal kurz rein und sagen hallo. Gefängnis und wir stoßen sofort hier auf Baren. Wie heißt das denn hier? Krankenbaren. Baren? Ja. Hey! Was heißt denn hier, du bist erledigt, ja? Das ist gar nicht mal so schlecht hier. Ich glaube, alle Knappen sind nicht schlecht hier irgendwie, weiß ich nicht. Ich mach ja hier alle platt, das ist unglaublich, ey. Hi! Da kommt einer gehüpft. Von der rechten Seite. Die Spiele laufen ja auch nach dem Motto mehr Klasse, mehr Masse als Klasse oder was? Was machen sie da? Sie können wieder aufstehen, die sind weg. Ich lade mal nach. Der Stürmer ist ja nicht schlecht, ne? Echt? Mhm. Auch wenn es schneit? Sie haben eine Schneebahn hinterlegt. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Aha, die kommen. Gott sei Dank. Hören Sie, Sie werden es nicht glauben, aber ich bin auf Ihrer Seite. Ich hintertreibe Chinas Pläne schon seit Monaten. Ich hab's sein Netzwerk infiltriert. Keine Angst, die Rackers ahnen sicher noch nichts, aber ich hab's verborgt. Er ist hinter mir her. Ich komme kommen in Sie, kommen Sie! Aber es ist ein Gefängnis. Ja, da gehören Sie noch rein, Sie kennen mich doch aus. Was? Warum? Division Agents? Ja, bitte. Ach. Stürmerdrohne entdeckt. Ah. Nehmen wir auch schon mal eine Drohne, ne? Würde ich sagen. Oh. Kommen Sie hier rüber, Herr Hoxton. Wir stehen da auf der Stelle, das ist nicht gut. Warum rennen Sie auf der Stelle? Das verstehe ich. Oh. Das habe ich eben in die. In Italien geschossen. So, wir öffnen mal die Tür. Mein Gott, da ist ein Waffenkoffer. Waffen? Ach da, ja.
Gott, ein Gefängnis, ein richtiges Gefängnis, ist ja krass. Ich will an den Waffenkoffer. Wie komme ich an den Waffenkoffer? Ich will da noch nicht rausgehen, ich will erst den Waffenkoffer haben. Hm, vielleicht müssen wir erst raus, um wieder reinzukommen. Warten Sie mal. Vielleicht kann ich da was aufschießen? Überlege ich gerade. Ja, wir können was aufschießen, warte mal. Ja. Hast du? Nee. Von hier kann man nicht schießen. Mich verarschen? Kann man hier aufschießen können? Wenn du hier das Loch aufgemacht hättest, hier kannst du nicht schießen. Ah. Habe ich aber schon gemacht. Ach, sie sind wieder zu gut. Mann, ist der Mann clever, ey. Unheimlich stark, der Mann. Ah, eine Waffe. Dann gib mal her. Die ist ja noch besser. Dann nehme ich die doch. Habt ihr es auch gewusst? Hier ist alles offline. Was? Drehen sich nach rechts oder nach links. Da steht offline. Ja, ich? Nein, ihr Aftershave. Mein Aftershave ist offline. Guten Tag, Division Agents. Oh Gott, ich traue mich da gar nicht rein. Sieht so gefährlich aus. Bleiben Sie doch mal ruhig. Es ist dieselbe. Bleiben Sie ruhig. Sieht aus wie die Turnhalle hier. Guckt sich das einer an, ey. Warten Sie mal, ich kann aber hier mal die gefährlichen Stoffe kaputt schießen. Jetzt sieht schon nicht mehr so gefährlich aus. Aber ich gehe da. Hallo, ich wollte noch mal die Cafeteria, soll das sein? Ach du Scheiße. Cool. Mul? Mul! Menschliche Überreste entdeckt. Naja. Menschliche Überreste. Hier liegt eine Leiche. Ich durchsuche die mal. Analysiere Daten. Identifikation positiv. Theo Parnell, abtrünniger Agent, verstorben. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das haben sie als nicht. Dann schauen wir uns das mal an. Drauf reingefallen. Scheiße! Drohne! Ich mach dich fertig! Ich war das? Das war wohl eine Verarschung hier. Aua! Aua, aua, aua! Was ist das denn für eine Lache da, ey? Da. Jetzt habe ich die Schnauze von euch aber voll. So. Lass unsere Drohne zufrieden. Was hat er gesagt? Hab ich das jetzt richtig verstanden? Hat er gesagt, lassen wir die. Alter, was ist das immer für Flöppen? Okay. Was hat der denn da hingestellt? Ich weiß nicht, der stellt da irgendwas immer hin. Vorsicht, weg da! Was für ein Teil hier, ey. Aua! Diese Lache ist ja echt unglaublich. Ja, diese Lache geht gar nicht. Aua! Ich bin schon fast wieder tot. Was ist denn los mit Ihnen? Alles gut jetzt. Warum sterben Sie denn immer so oft? Ich sterbe doch gar nicht. Hallo? Ja, bin ich euch denn wieder tot? Ich bin fast schon wieder tot, ja, weil die Energie auf einmal so runterbeöppelt ist. Herr Ochsen? Ja. Ruhe. Machen Sie lieber meine Drohne kaputt. Meine Drohne soll ich kaputt machen? Mhm. Sollen wir jetzt hier raus oder sollen wir da rauf? Ich kann ja auch mein Geschütz kaputt machen. Ach ja, genau, das wollte ich Ihnen auch empfehlen. Da oben irgendwas? Nö. Nö.
gar nichts. Also dann gehen wir hier durch. Mal offen. Okay, mach mal auf. Mich verarschen. Ach so, da gehen zwei Toren auf. Meine. Er hat seine Gesichtserkennungsdaten in der Shade-Datenbank geändert. Ich habe die Lücke geschlossen. Sollte kein Problem mehr sein. Glauben Sie nicht, was Parnell sagt. Er versucht nur, Sie abzulenken und sich einen Vorteil zu verschaffen. War das jetzt der Parnell? Aber das klappt nie. War der nicht, ne? Ja, der war doch tot. Der war Verarschung, hat er doch gesagt. Was reden die da immer von Fickern? Hallo? Sie haben Freunde. Wieso ich? Da haben sie ihre Freunde, so. Gebt mir den Bastard, was sie verdient. Gebt den Bastard. Können wir uns auch mal absprechen? Ach so, ja. Ich habe jetzt eine Drohne abgesetzt und setze eine Schütze hin. Entschuldigen Sie bitte, ich habe vergessen. Ich dachte, die Zeit, die ihn hat, agieren. Ich vergesse ziemlich schnell. Das kann schon sein, ja. Liegt da wohl an ihrem Alter. Ich meine, ich hätte New York im Winter belassen sollen, ja. Ich stehe noch auf Herausforderung. Drücken Sie den Knopf, drücken Sie drauf und Sie kriegen einen Geschenk. Was? Oh, drücken Sie auf den Knopf, Herr Hoxton. Wir kriegen Geschenk. Haben Sie gehört? Aber ich glaube, kein schönes, oder? Was meinen Sie? Was soll ich machen? Sie sollen auf den Knopf da oben drücken. Dann kriegen Sie ein Geschenk. Aber ich glaube, das ist kein schönes Geschenk. Ich möchte gar nicht wissen, wer dann durch die Wand kommt. Guck mal, hier kannst du mal drauf. Hier kannst du drauf schießen. Ja, mache ich mal eben. Bams. Oh nein, das Geschenk wollten wir nicht. Hau ab da. Rote Stürmerkrone. Ah. Ja, wieder logisch. Alter, was sind das für Geschenke hier? Wir kriegen ein Geschenk, weißt du? Wir kriegen ein Geschenk, ey. Da ist aber keine Stürmerdrohne, das ist aber Gegner, ne? Ein Sharpie-Schiss, guck mal an. Mann, ich schieße mal von den Rahmen. Unbekanntes Netzwerk entdeckt. Da ist was nebenan in der Krankenstation. Boah, ey, was geht hier ab, ey? Leute, guckt euch das mal alles an. Hör mal. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass du die Drohne, dass du die Dings gar nicht kaputt machen brauchst? Wenn du neben stehst, kannst du die sofort einpacken, ne? Echt? Das Geschütz, ja. Du brauchst einfach nur daneben stehen. Und nimmt er die automatisch? Nein, dann drückst du Q und dann nimmt er die. Nee. Oder bei mir aber nicht. Ich guck mal hier an. Die ist doch hier unten, deine. Das hast du so kaputt gemacht, du bist auch. Ich hab's ja nicht kaputt gemacht, ich hab gar nichts gemacht. Ja, weil die stand doch hier unten. Ja. Krankenstation hier rein. Meine, das ist wieder so ein Level für mich, wo man wieder überhaupt keine. Wissen Sie noch den Geheimauftrag in Washington? Ach, mit dem Sie Gefängnis, auf. Ey, das war ja auch so ein. Oh, scheiße. Hin und her gerinne. Oh, was ist das? Es hört sich irgendwie so mechanisch an. Oh, das ist nicht gut. Das ist Theo Panel. Ja, dann nehme ich doch mal eben meine Super Snipey. Warte, soll ich, dann nehme ich auch meine. Oh, ich wollte eigentlich meine. Und tot. Das war er? Das war er. Verarschen, das war nur ein Fake. Das war nur ein. Das war nicht. Der war hier gar nicht. Guck mal. Da. 3D-Projektionsgerät entdeckt. Aha. Parnell kann Hologramme von sich erstellen? Einer von den Wichsern ist mehr als genug. Scheiße, Mann. Tragbares Gerät erkannt. Ein Schuss für nix. Hologramme? Ja, du weißt nicht, ob er das wirklich ist. Ja, super. Hologramme.
Das heißt, du musst aufpassen, dass du nicht eventuell deine ganze Muni auf den draufballerst. Der geht nicht kaputt, oder was? So sieht's aus. Na geil, Hologramm, ey. Ja, weil er das ja nicht ist. Weil er das nicht ist, ah. Wieso glaubst du diesen Schwachsinn? Denkst du wirklich, Dad hatte einen Herzinfarkt? Das hat der Arzt gesagt. Er hat nie geraucht, ist jeden Tag 10 Meilen gelaufen. Er war Veganer. Veganer sind nicht automatisch gesünder. Pommes sind vegan. Du weißt, dass Dad wohl wegen seiner Kampagnenfinanzierung dran kriegen wollte. Fang nicht wieder damit an. Und dann ist sein Autopsiebericht verschwunden. Theo, sie haben ihn eingeäschert, Beweise vernichtet. Schon mal was von Digitales gehört? Fingerhut. Führt zu Herzstillstand. Ohne den Bericht wissen wir nicht mal, ob er darauf getestet wurde. Du weißt, er hatte Feinde. Senatorin Kensington zum Beispiel. Sie hat seine Präsidentschaftskandidatur verhindert. Ich wollte eigentlich gar nicht aufmachen. Hast du etwa aufgelegt? Fingerhut. Oh. Ist da jemand? Nein, hier ist keiner. Niemand. Hier war auch keiner. Nee. Wollen wir ein Geschütz ziehen oder was wollen wir machen? Der kommt hier. Der kommt hier. Sag doch mal nächstes Mal, was du machst. Du hast doch selber gesehen, dass die da waren. Ja, ja, aber trotzdem kann man sich ja kurz mal absprechen. Nur mal kurz so. Der klappt oder so. Mal so nach links hier. Okay, die wir selber so erledigen können, die sind ja. Einsammeln. Das war's schon wieder. Meine Güte, sind wir schnell, ne? So, was haben sie jetzt gesagt mit ihrer Drohne, bis man die einsammeln kann? Wie soll das denn gehen? Nicht Drohne, Geschütz. Ach so. Also ich gehe an das Geschütz hier hin. Ja, dann, das dann steht deins. Da Kuh, dann nimmst du es weg einfach. Ah, das ist auch cool. Dann ja. Haben sie es aber nicht mehr ganz so lange in... Wo sind wir hier überhaupt? Im Gefängnis sind wir. Komisches Gefängnis. Aber ich glaube, das war nicht ihre Frage, ne? Komisches Gefängnis. Prost. Ja, Prost, Moment. Prost. Ja, komisch, ne? Total komisch. Geht's Ihnen gut, Herr Hoxton? Ja, sicher. Warten Sie mal, ich habe hier was für Sie. Einen fahrbaren Untersatz. Kommen Sie mal her. Setzen Sie sich da mal rein. Ich ja, geht Sie nicht. Mal. Ich passe mit meinem dicken Arsch an. Ach Gott. Hologramm. Oh! Also das ist hier. Hohl, ja, das stimmt. Mein, wie sieht das hier aus, ey? Oh! Agent, es gibt etwas, das Sie wissen müssen. Das ist ein Hologramm. Ich habe geheime Division-Aufzeichnungen gewühlt und sind schon längst geschossen. Gefunden, die bis ganz nach oben reicht. Glauben Sie wirklich, jetzt? Dass die Granate? Division gegen Washington Granate. Und der ganzen Politik-Scheiß immun ist? Sag ich doch. Zusammenarbeiten. Komm mit. Ach, brauchst du einfach nur... Das ist der nächste. Du brauchst nur hinterherlaufen. Der ist okay. Nicht echt. Ah. Du musst nur aufpassen, weil wenn der echt wäre, hätte er schon längst geschossen. Ihr Wort in Gottes Ohr. Ja, deswegen gehen sie auch vor. Moment! Das reimt sich sogar. Ihr Wort in Gottes Ohr, deshalb. Hulu, hulu! Ist hier jemand? Hallo! Theo? Theo, da ist er! Die sind echt! Die sind echt, ja. Keine Hologramme. Signal wird stärker. Er scheint in einem Sicherheitsraum ganz oben im Gebäude zu sein. Die waren echt! Ich glaube, das machen wir aber beim nächsten Mal, oder? Ich glaube auch, Herr Hoxton. Also Leute, bis dahin! Tschüss! Dann sehen wir, wer echt ist und wer nicht. Bis dann! Ciao!